helfen, die Dinge von neuen Perspektiven zu sehen. Nun gut, ich steige mal ein mit der Anatomie der Trends. Was ist eigentlich ein Trend überhaupt und was bedeutet er auch für Sie? Die Kunst der Trendforschung ist eigentlich, möglichst früh an diesen Ideenkern heranzugehen. Zu schauen, wo sind denn diese Innovatoren, wo sind die Vordenker, die Dinge ganz anders sehen. Das erste ist Augmented Wear, also Wearables, Electronic Health, Augmented Reality. Wie kriegt man so diese Display-Technologie, die man jetzt in der Brille hat, vielleicht sogar in so eine Kontaktlinse? Kann man da Zoom-Funktionen integrieren oder Personen erkennen, aus der Salesforce-Datenbank aufschlagen, wen haben sie eigentlich vor sich? Solche Sachen, digitale Pflaster. Also wie hier zum Beispiel eben zu sehen auf einem Baby, das kann verschiedene mit verschiedenen Sensoren, wenn er Dinge wie Herzschlag, Temperatur, Körperfeuchtigkeit und so weiter, werden der getrackt. Das ist New York, Manhattan und alle Foursquare-Check-ins innerhalb von 24 Stunden. Da sind verschiedene Kategorien, gelb ist der Bereich Food, rot ist Residence, dann gibt es Arts, Entertainment, College, University, Nightlife, Sport, Shop and Service. Und Sie sehen, im Laufe des Tages sozusagen verändert sich das von Essen, Arbeit, in Nachtleben, in Bars, in Restaurants und so weiter. Und dann verstummt die Stadt quasi fast ganz und dann geht es wieder los mit dem nächsten. Diese Informationen sind natürlich wahnsinnig wertvoll, wenn es darum geht, diesen Faktor Location, Kontext in verschiedene Marketingaktivitäten mit reinzubringen. Daten, die zusammenkommen. Das heißt, wir haben so einen, zum Beispiel eine Weblead-Form, Sie haben Blogartikel, Sie haben YouTube-Videos, Facebook-Posts, Store-Check-Ins, also ich kaufe jetzt gerade hier zum Beispiel auch im Offline-Bereich, oder ein Tweet, bis hin zum Kauf. Das trägt dazu bei, Entscheidungen anders zu treffen. Big Data Marketing ist eigentlich das Schlagwort. Performance Marketing, also wie kann man Ihre Anzeigen noch effizienter gestalten? Denken Sie sich, wie erreichen wir Wachstum? Da gibt es das Schlagwort Growth Hacking. Wie schaffen Sie also mit ungewöhnlichen Tools und Methodiken viele User auf Ihrer Seite zu locken? Da gibt es so einen mehrstufigen Prozess, der fängt an bei Acquisition, also wie bekommt man überhaupt Zugriff auf Ihre Webseite? Activation, das ist letztendlich, wie schaffen Sie es, den Besucher in ein bisschen mehr Informationen zu bekommen? Also zum Beispiel, dass er seine E-Mail-Adresse hinterlässt. Retention ist, wie schaffen Sie es, die Person, die jetzt letzte Woche bei Ihnen war oder gestern, wieder auf Ihre Webseite zu bekommen? Weil Sie wissen ja, mindestens 10-mal wird sich informiert, bevor ein Kauf getätigt wird. Also ist Retention natürlich wahnsinnig wichtig. Das führt letztendlich, wenn Sie das häufig geschafft haben, dazu, dass dann auch ein Kauf stattfindet, Umsatz generiert wird. Und dann viel spannender noch, wie schaffen Sie es, die glücklichen Kunden dazu zu bringen, weitere zu empfehlen? Und da gibt es drumherum eben Faktoren, einmal Umsatz und einmal Besucher der Webseite. Und dazwischen gibt es viele Dinge, die man messen kann. Da gibt es mittlerweile auch tolle Tools, die man einsetzen kann. Und jede Conversion Rate ist letztendlich entscheidend für Unternehmen. Es geht also um den Orchestrieren der Daten. Wie der Dirigent, der vorne steht und sein Orchester leitet, nur wenn das harmonisiert und alles zusammenpasst, hat man dann auch eine gewisse Effizienz. Wie sieht die mobile Welt aus und warum sollten Sie vielleicht Ihre Strategie auf Mobile First umstellen? Dazu hier eine kleine Anekdote, das ist Seoul. Und ich erkläre Ihnen kurz, warum ich es Seoul genommen habe, zurückzukommen auf diese Innovationshotspots. Wo findet wirklich Innovation statt? Die Zukunft ist nämlich bereits hier, sie ist nur noch nicht besonders weit verbreitet. Hat er bei William Gibson gesagt, ein Autor. Und so genauso ist es, denn wir haben mittlerweile über 7 Milliarden Menschen auf der Welt, 7 Milliarden Mobilfunkteilnehmer, also Mobilfunkverträge. Davon haben über 2 Milliarden bereits mobiles Breitbandinternet, also Smartphone-User. 3 Milliarden Internetnutzer ist auch stark angestiegen in den letzten Jahren und da ist natürlich mobiles Dateninternet ganz entscheidend. Sie wissen alle, Facebook hat die 1 Milliarde Nutzerzahl durchbrochen und auch WhatsApp, haben wir ja auch schon gehört, ist rasant, wächst also mit 10% ungefähr pro Monat. Seoul ist deswegen interessant, weil es die höchst vernetzte Stadt ist. Dort haben sie mobiles Internet bis zu 1 Gigabyte pro Sekunde. Letztendlich ist dann dort mobiles Leben nochmal ein ganz anderes als bei uns.
Sie können dort ausprobieren, was bei uns vielleicht erst in 3 bis 5 Jahren passiert. Wie ist das denn, wenn wir wirklich so schnelles Internet haben, wenn LTE jeder hat und kostengünstig ist? Wenn wir nach USA blicken, haben wir dann so Sachen wie mobile Loyalty-Systeme, das Payback sozusagen von USA, hier die App von Starbucks mit über 10 Millionen Nutzern. Das ist wirklich ein sehr, sehr erfolgreiches Tool, um auch mobile Zahlungen zu machen. Sie können Ihren Kaffee über die App kaufen. Es geht aber auch um mobile Kontext. Das heißt, wo sind Sie denn jetzt gerade und wie verändert sich dann zum Beispiel so eine mobile Anwendung? Ein Beispiel ist da Walmart. Wir haben eine App, da können Sie von zu Hause bestellen. Sobald Sie aber in den Laden gehen, geht es um den sogenannten Store Mode. Das heißt, Sie können dann selber Produkte scannen, Sie können Consumer-Berichte, Bewertungen sehen, Sie können sehen, wie preislich, vielleicht gibt es noch günstigere Produkte. Es gibt also sozusagen dieser Kontext, ist natürlich ganz, ganz entscheidend. Ich hatte es schon ganz kurz angesprochen, 3D-Drucker und das Maker-Movement. Im Prinzip so ein bisschen zurückführend in das Do-it-yourself-Thema. Das heißt, Sie können selber zum Designer werden. Hier ein kurzes Beispiel von diesem Auto, dem Aston Martin, vorgekommen in dem Film Skyfall. Solche Fernsehproduktionen sind natürlich immer sehr aufwendig und kostenintensiv. Das Auto ist eine Rarität. Deswegen hat man erstmal ein 3D-Modell gedruckt. Und zwar nicht weit von hier, nämlich in Augsburg bei der Firma Voxeljet, wurde über so einen Industriedrucker das Modell entwickelt und dann letztendlich für den Film eingesetzt. Wenn Sie das selber ausprobieren wollen, können Sie selber so ein 3D-Selfie von sich drucken lassen. Also eine kleine Figur von sich selber auf einem 3D-Scanner. Da gibt es in München einen Shop, der heißt YouLittle. Da können Sie sich Ihren eigenen kleinen Avatar drucken lassen. Letztendlich sind diese 3D-Drucker so günstig geworden, dass es wirklich 3D-Druck für jedermann ist. $1000 ungefähr, 1000 Euro kostet so ein Drucker. Hier von MakerBot zum Beispiel. Sie können Schmuck drucken, Sie können Plastik drucken, Sie können aber auch Metall, Silber, Gold, sind flüssig und über so ein Inkjet-Verfahren wird es gedruckt. Und da sind natürlich tolle Sachen möglich. Sie können Make-up drucken, Ihre Farben, individuell die volle Palette ist möglich zu drucken. Sie können Süßigkeiten drucken und Sie können Fleisch kann gedruckt werden. Dieses hohe Tempo gibt natürlich viele Möglichkeiten. Sie sehen, Radio hat 38 Jahre gebraucht, um sich zu bis zu 100 Millionen Nutzer zu kommen, TV 13 Jahre, das Internet 4 Jahre. Facebook war auch 4 Jahre gebraucht, um 100 Millionen Nutzer zu erreichen, dann natürlich ging es ein bisschen schneller. Instagram hat es in 28 Monaten geschafft, WhatsApp in 24 Monaten. Und das ist natürlich, das Tempo nimmt zu. Und Sie müssen auch Tempo zulegen, um da die Chancen zu nutzen. Und selbst wenn ich Ihnen jetzt Tipps gegeben habe, there is a difference between knowing the path and walking the path. Ja, wie sind Morpheus gesagt hat in Matrix. Das heißt, selbst wenn Sie wissen jetzt, es gibt 3D-Drucker und es gibt Social Content und so weiter, das ist noch ein Unterschied, das wirklich ins Unternehmen zu treiben. Deswegen 3 kleine Regeln und Tipps. Seien Sie neugierig. Öffnen Sie Ihre Augen. Schauen Sie sich um. Was gibt es für Themen? Legen Sie los, ja. Bei Google heißt es Eat Your Own Dog Food. Probieren Sie das, von das Sie auch immer wieder lesen. Testen Sie Apps. Probieren Sie es aus, versuchen Sie, Kollegen mit zu begeistern. Und blicken Sie in die Zukunft. Ja, look into the future. Schauen Sie sich die Themen an, was ist wirklich relevant für Sie und seien Sie mutig, das auch mit anzupacken. Denn genau jetzt ist einer dieser Momente, in der Sie die Zukunft beeinflussen können. Dort ist Steve Jobs einmal formuliert und genauso ist es. Sie schaffen die Vision, die von Ihren Kollegen mitgetragen wird und dann können Sie das auch Realität machen. Bei all diesen ganzen Themen, die wir jetzt heute gehört haben, wenn man Mobile Business, 3D-Drucken, Social Content, Social Messaging und so weiter, eins kann ich Ihnen ganz sicher sagen, die Zukunft ist bereits jetzt. Vielen Dank.